Gott, ich will ein Maskensammlungsvideo machen. Ich glaube, ich werde die Masken einfach zusammenlegen. Ich habe nämlich Grimmmasken und Tuchmasken extra geordnet. Und ich glaube, dass ich das Video zusammenlegen werde. Eigentlich wollte ich es getrennt machen, aber ich glaube, weil ich habe nicht mehr so viele Grimmmasken. Und deswegen, egal. Ich mache das einfach im Schnelldurchlauf, nur was ich habe und was ich schon kenne. Kann ich euch ja sagen, oder kennt ihr ja eh auch von den Aufgebraucht-Videos. Aber fangen wir mal an. Ich habe viele Aldo Vandini-Masken, weil die aus dem Sortiment gegangen sind, weil die Verpackung ja komplett umgestellt haben. Und ich bin so traurig, dass ich mir nicht mehr von der da geholt habe. Weil das ist diese Thermo-Maske von Aldo Vandini gewesen und ich habe die geliebt. 4 habe ich. Ich glaube, ich habe sogar noch welche. Ich habe nämlich, also das sind jetzt nur die Backups. Ich richte mir ja immer welche her, das wisst ihr ja eh. Aber das sind jetzt nur meine Backups. Ich habe noch ein paar, glaube ich, von denen, aber ja, echt traurig, dass es die nicht mehr gibt. Dann habe ich mir noch die 2 genommen, die waren bei mir in der Filiale damals noch reduziert. Hangover Gesichtsmaske, da ist eine Katze drauf. Ich bin echt gespannt, ich habe die noch nie probiert gehabt und ich habe sie halt mir 2-mal genommen, weil sie reduziert war. Von M. Asam, kennen ja viele sicher aus der Werbung, habe ich auch 3 Masken. Ich habe die bis jetzt noch nie probiert, ich habe die Glättungsmaske. Die meisten kann man auch 2 bis 3 Mal anwenden. Dann habe ich die Hals- und Dekolleté. Und die Hyaluron, die habe ich auch. Ich habe die noch nie verwendet, wie gesagt. Dann habt ihr meine heißgeliebte Drama Lama. Die liebe ich ja. Die sieht man halt noch nie in dem Video. So. Die liebe ich. Und ich bin froh, dass ich noch ein Backup habe. Und ich glaube, ja, ich habe da noch eins. Und das habe ich gestern vergessen, da einzuschlichten. Ich habe es gewusst. Da habe ich noch eins. Also habe ich Gott sei Dank noch 2 von dem Drama Lama. Gott sei Dank. Dann habe ich hier eine von Terra Naturi, da habe ich noch eine 2., weil ich unbedingt wissen will, wie die ist, weil wenn sie gut ist, kaufe ich sie mir auf jeden Fall nach. So sieht die aus. Das ist diese Fresh Cucumba, muss ich unbedingt probieren, weil ich wissen will, wie sie ist. Dann habe ich noch von der Müller Eigenmarke, kann man eigentlich sagen, diese Superfood Mousse Maske Limited Edition, das ist die mit dem Kokoswasser. Die habe ich auch 2-mal. Die will ich mir aber auch noch ein paar Mal kaufen, weil ich mag die von der Eigenmarke, ehrlich gesagt, sehr gerne. Obwohl ich die Balea ja am liebsten mag, aber von der Eigenmarke, die finde ich gar nicht so schlecht eigentlich, muss ich ehrlich gestehen. So, ich habe nämlich noch von der Eigenmarke jetzt, von Balea, ich komme schon ganz durcheinander mit den ganzen Eigenmarken, habe ich die Vitaminmaske noch. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich die noch habe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die überhaupt schon mal aufgebraucht habe. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Eine Melone habe ich noch und da bin ich so happy drüber. Ihr habt ja in den letzten Aufgebraucht-Videos gehört, wie ich gejammert habe. Ich dachte, ich habe keine mehr. Aber eine habe ich noch. Über das bin ich auch happy. Ich habe 2 Kirschemasken noch und ich glaube, die hebe ich mir auch für den Sommer. Nächstes Jahr. Die liebe ich auch und die gibt es leider nicht mehr. Dann habe ich einmal die Mango. Die gibt es ja auch nicht mehr. Also die war nämlich auch gut, was ich weiß. Das ist ja die Mango-grüner Tee gewesen. Und dann habe ich noch 4-mal die hier. Und da habe ich ja auch gejammert, dass ich dachte, ich habe keine Backups mehr. Das ist diese Tropical Dream gewesen. Habe ich 4-mal noch. Was sagt ihr? Nichts mehr, oder? Dann habe ich noch eine Rival de Loop. Jetzt kann ich wieder jedes Mal drehen. Die habe ich aber in ein Tauschpaket, glaube ich. Ich glaube, das ist diese Augenmaske. Und 2-mal die Schäbens Mandeltraummaske habe ich auch noch. Ich habe, glaube ich, jetzt noch 2, die ich mir schon hergerichtet habe zum Verwenden. Aber die beiden habe ich noch als Backup. Und jetzt will ich ernsthaft die Tuch und die Ding zusammenschmeißen. Egal. Kommen wir zu den Tuchmasken. Ja. Also das wird jetzt echt gestört. Ich muss wirklich viel mehr Tuchmasken wieder machen, weil ich bin sehr schleißig und ich habe so viel. Ihr werdet das jetzt gleich sehen. Also Grimmmasken bin ich brav beim Aufbau, aber Tuchmasken irgendwie nicht. Ich habe mir damals beim Primark die Disney gekauft. Da habe ich einmal die Cinderella, die passt sogar voll zu meinen Nägeln. Dann einmal die Jasmin. Die sieht so aus. Einmal die Aurora. Hoppala. Dann die Ariel. Ich muss immer schauen, wenn ich mal nicht sicher bin. Und dann habe ich noch Mickey und Minnie Maus. Eigentlich gerade so. Die habe ich auch noch. So. Dann kommen urviele von TK Maxx. Zum Beispiel die hier. Da habe ich mir eine auch auf die Seite gelegt. Ich habe
eine Box immer auf der Seite stehen, weil das sind jetzt nur die Backups quasi, was ich euch zeige. Und auf der Seite im Badezimmer habe ich immer eine kleine Schachtel mit Tuchmasken stehen und mein komisches 4-giges Ding, das habe ich euch in irgendeinem Sammlungsvideo mal gezeigt, mit den Crememasken. Und die Crememasken habe ich gestern aufgefüllt und die Tuchmasken auch. Also deswegen habe ich mir gedacht, mache ich mal das Video dazu. Weil das sind quasi jetzt nur noch die Backups. Ich hoffe, ihr habt das verstanden und das verwirrt euch nicht. Das ist eine Tuchmaske, versteht sich. So sieht die aus. Die Verpackung ist jetzt nicht so spektakulär. Ich habe die auch, glaube ich, noch nie verwendet. Ich habe nämlich eine jetzt... Na, Blödsinn, ich habe noch nie eine verwendet. Nein, ich habe noch nie eine benutzt. Also bin ich gespannt, wie die ist. Dann habe ich noch ganz viele von denen hier. Und die liebe ich ja so. Ich habe noch zwei von der... Coffee Break Cappuccino habe ich noch zwei und drei von der Americano Version und ich hoffe, dass die irgendwann wieder gibt, weil ich will mir die bunkern, weil die sind richtig gut, die sind wirklich gut. Ah, ich habe noch eine von denen, na bitte. So, dann habe ich dreimal die Biotherm. Insgesamt sind es eigentlich viermal, aber das sind die Backups, weil einmal will ich dann verwenden. Mir fällt auch gerade auf, dass ich die Lancôme vergessen habe, da in die Sammlung reinzutun. Ich muss die suchen, vielleicht schneide ich die dann noch kurz rein. Weil die Lancôme habe ich ja auch noch. So sehen die Biotherm aus. Ich habe leider noch keine verwendet. Ich habe einmal, glaube ich, eine geschenkt bekommen. Ja, also ja, aber ich habe sie dreimal. Da bin ich echt happy drüber. Dann habe ich einmal die Kokos von Balea. Die gibt es aktuell, glaube ich, gar nicht mehr. Weil ich die unbedingt haben wollte und ich habe sie nicht verwendet. War ja eh klar, oder? Ich ärgere mich gerade, weil ich das gestern so schön geschlichtet habe und jetzt wieder alles rausreiße. Jetzt ärgere ich mich ein bisschen über mich selbst, warum ich das so schön geschlichtet habe. So, dann habe ich einmal die hier. Die habe ich mir mal, glaube ich, beim Douglas oder so gekauft. Das sind nur so kleine Melonen. Die will ich aber auch wieder erst im Sommer dann verwenden. Weil es Melone ist. Und ich will es deswegen nicht verwenden. Dann habe ich eine, die will ich überhaupt nicht verwenden, weil ich die Verpackung so süß finde. Und die habe ich geschenkt bekommen von der Vivi und sie gesagt, sie hat mir die geschenkt, weil das da unten schaut aus wie der Sparky. Und ich will die überhaupt nicht verwenden. Ich will die nicht verwenden. Ich kann die nicht verwenden. Die ist sowas von süß. Richtig gestört, oder? Ja, dann habe ich noch eine Panda-Maske. Ich weiß gar nicht, woher ich die habe. Die meisten kaufe ich, wie gesagt, von Tiki Max. So sieht die aus. Dann habe ich noch eine Panda. Die sieht so aus, auch von Tiki Max, sieht man eher an dem Sticker. Dann habe ich, oh, und die sind cool. Die schauen echt cool aus. Ich glaube, ich habe bis jetzt noch keine, glaube ich, verwendet leider von denen. Beauty Soap. Das sind diese Bio Bell, heißt die Marke. Die haben so geile Verpackungen. Ihr werdet das gleich sehen, ich habe so viele von denen. Ja. Dann habe ich wieder von Tiki Max Kiwi Apple. Die sind so groß, die Verpackungen, oder? Das ist echt arg. Dann, ja, das ist wieder die Marke, die Verpackung. Ich bin wirklich hin und weg von dieser Verpackung. Schaut, wie schön das ausschaut. Das allein ist schon zu schade, das aufzubrauchen. Aber irgendwann muss ich sie aufbrauchen, so wie die ist auch so wunderschön. Aber die habe ich bis jetzt nicht mehr gesehen. Ich habe sie einmal dort gekauft und seitdem nie wieder gesehen. Aber ich war jetzt schon lange wieder nicht beim Tiki Max. So wie die habe ich auch schon ewig nicht gesehen. Da habe ich nämlich zweimal schon eine aufgebraucht. Ich glaube, eine lilane. Habe ich leer gemacht? Was war das für ein Blick? Eine lilane müsste ich leer gemacht haben. Und da habe ich noch die Granatapfel davon. Die schaut so geil aus, die Verpackung. Und eine Honig habe ich auch, glaube ich, noch. Aber die ist jetzt in der anderen Schachtel. Ja. Dann habe ich eine Mops. Die sieht so aus. Dann habe ich die... Habe ich mal geschenkt bekommen von einer Freundin. Sieht so aus. Da habe ich die Erdbeer-Variante, glaube ich, schon verwendet von dem, die war. Weil ich mag Tuchmasken generell gern. Ich glaube, da kann man mir nicht wirklich viel... Da kann man generell nicht viel falsch machen, glaube ich. Dann habe ich ein paar von Action Mark. Das ist einmal die hier mit diesen Avocados. Einmal die hier. Einmal die hier. Und dann habe ich noch die zwei hier. Das sind die grüne Tee. Da habe ich schon mal eine verwendet. Die war mega. Die habe ich von der Vivi geschenkt bekommen. Die waren wirklich gut. Da habe ich ja viele von ihr gekriegt, weil sie es nicht vertragen hat. Eine rosa habe ich nämlich auch, aber die ist, wie gesagt, im Karton schon. So. Dann habe ich hier noch eine Mango von Misha. Gab es eine Zeit lang beim Beeper und die haben das leider wieder rausgenommen. Leider. Warum die das nicht behalten haben, verstehe ich eh nicht.
Dann kommt eine Reihe. Der Cream Shop, die Marke, die ich ja mega liebe. Also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich liebe diese Marke. Ich liebe sie. Da habe ich einmal die Lavendel, obwohl ich von der Lavendel nicht so der Fan bin, aber da habe ich noch eine. Und die restlichen sind alle nur Kokos. Warum? Weil ich ein Freak bin. Die Kokos war nämlich meine Liebling von den ganzen. Die Ananas auch, aber die erwische ich nicht mehr. Und die Kokos, ich liebe die. Ich muss die mal wieder verwenden, aber ich habe so viele. Das ist echt gestört, oder? Das ist wirklich gestört. Ich zeige euch doch noch schnell, die ich auf der Seite hätte, sonst wäre es ja unfair. Das ist einmal die Lancôme. Die Hydrogel heißt die, glaube ich. Noch nie verwendet, habe ich nämlich auf einer Schulung bekommen, da habe ich mich auch gefreut. Ich wollte die unbedingt haben, weil die hätte ich mir notfallshalber auch gekauft, sage ich euch ganz ehrlich. Dann, die drei habe ich mir schon weggelegt, weil die will ich als nächster verwenden. Jetzt seht ihr eine, die ich gekauft habe. Ich habe die da, wie gesagt, noch einmal. Dann die hier, die ist neu. Die, da bin ich schon so gespannt. Und die hier, die hatte ich mir letztes Jahr ja gekauft. Wenn ihr euch an das erinnern könnt. Die will ich jetzt auch heuer unbedingt verwenden. Und irgendwo habe ich noch eine Tuchmaske davon, die wollte ich auch verwenden, aber die finde ich jetzt gerade nicht. Man kann ja nicht alles finden. Das sind meine, die ich mir auf die Seite gelegt habe, die ich jetzt bald verwenden will. Zeige ich euch auch ganz schnell. Das ist einmal diese Brightening Peach Frappé von Primark. Die soll ja schäumen. Hier hinten habt ihr es abgebildet. Ich bin schon echt gespannt, wie die ist, weil ich habe die noch niemals probiert. Dann habe ich noch eine Kneipp. Da habe ich jetzt vor kurzem die anderen aufgebraucht und ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Eine hat mir gefallen, aber die restlichen nicht. Und die weiß ich auch noch nicht, wie sie ist. Dann habe ich noch so eine grüne mit der Katze von Aldo Vandini. Die alte Verpackung. Dann habe ich wieder eine Drama Llama. Ich sage, ich habe die oft, weil ich die so, so gerne mag. Die ist wirklich gut. Und schade, dass sie auch Limited Edition war, leider. Das ist meine letzte von den Freeman-Masken, leider. Aber ich habe, wie gesagt, ja noch die Duben, die ich jetzt endlich mal verwenden könnte. Aber ich verwende immer eher so lieber diese Sachets, damit ich es rauskriege. Ja, dann eine Lavera, damit ich es rauskriege. Die habe ich mir damals gekauft, nur weil es reduziert war. Ich freak. Dann die Schokomaske von Schebens. Dann die Mandeltraum. Dann habe ich noch eine Schoko, und zwar von Montan de Chines. Das ist auch eine, Gott sei Dank, meiner letzten. Ich glaube, die würde ich mir auch nicht mehr nachkaufen. Dann eine Nivea, die Good Morning Fresh Skin. Dann die Aldo Vandini Thermo, die ich ja so gern mag. Ich hoffe, ich mag sie noch immer, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Dann eine Limited Edition Terra Naturi, eine Peeling Maske. Habe ich noch nie probiert. Die gibt es auch aktuell nicht mehr. Zumindest bei dem Müller, wo ich arbeite, gibt es nicht mehr. Dann habe ich einmal die Pumpkin Spice Latte Creme Maske, die ich unbedingt noch aufbrauchen will. Einmal die Cranberry Cream Mask. Dann wieder die Aldo Vandini. Das sind die, die richte ich mir immer her. Gestört, oder? Wieder die Mandel. Man sieht, das ist richtig winterlastig, oder? Dann habe ich einmal die Candy Cane Cream Mask und die Eggnog Cream Mask. Und dann habe ich die Nivea Balea. Ich sollte mir das und dann abgewöhnen. Und dann noch die neue White Chocolate. Und die muss ich mir unbedingt bunkern. Ich habe sie mir jetzt schon, so sieht das Ganze aus, hergerichtet, damit ich die eben dann verwenden kann. Weil ich die eben, wie gesagt, bald benutzen will. Um zu wissen, ob sie gut ist oder nicht. So, und jetzt gehen wir noch im Schnelldurchlauf. Das ist mein Karton, den ich in meinem Badezimmer stehen habe mit den Tuchmasken. Quasi das ist immer mein Backup-Karton. Und das ist halt der Karton, den ich gerade aktuell verwenden will. So, ganz, ganz schnell. Wieder die hier, wo die Verpackung nicht so spannend ist. Dann habe ich einmal die Balea Honig-Tuchmaske. Ich bilde mir ein, ich habe sie einmal schon verwendet. Da bin ich mir sogar sicher, aber ja. Dann die Juicy Mask Honig. Auf die bin ich auch sehr gespannt. Ich liebe die Verpackung von denen. Da hatte ich ja die rote auch. Und ich liebe die Verpackung von denen. Dann habe ich einmal... Oh Gottes Willen, das war ja so klar. Das ist, wenn man sich dummeln will. Dann habe ich die von Balea. Die gibt es ja auch nicht mehr. Das waren diese Happy Macaroons. Die Blaubeere und die Erdbeere habe ich. Bin gespannt, wenn ich die verwenden will. Dann meine heißgeliebte, was ich noch nie verwendet habe, Biotherm. Das ist die vierte. Ich bin echt ein Junkie.
Dann habe ich noch die hier von The Cream Shop. Die habe ich früher auch schon öfter verwendet. Die ist auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, Cream Shops sind immer meine Lieblinge. Also die von The Cream Shop sind meine Lieblinge. So. Noch so eine Coffee Break. Gott sei Dank. Dann habe ich zweimal die da, wo ich einmal euch die grüne schon gezeigt habe, wo ich einmal eine schon verwendet habe und die sind wirklich gut. Und einmal die rosa habe ich auch. Die habe ich, wie gesagt, von der Vivi bekommen, weil sie es nicht vertragen hat. Dann habe ich hier, die habe ich, glaube ich, auch von der Vivi geschenkt bekommen. Da hat irgendeine YouTuberin hat über die Uhr geschwärmt, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, welche das war. Und ich habe sie, wie gesagt, noch nicht benutzt. Ich bilde mir aber ein, ich habe von der Marke schon mal eine benutzt, aber wer weiß das schon. Dann... Und die Verpackung ist so schön von dem. Das ist die Bio Bell wieder. Mit diesem Cupcake, mit dem lilanen. Ich finde die Verpackung so geil von den Masken. Wirklich war. Also, warte. Ich habe dann noch so eine Handschuhmaske. Keine Ahnung, ich habe das noch nie probiert. Toni Moly habe ich auch noch 4. Und da bin ich auch traurig, weil ich liebe die Toni Moly. Ich habe jetzt noch die Avocado. Dann die hier, ich glaube, die habe ich schon mal verwendet. Die Tomate habe ich fix schon mal verwendet. Und die Aloe Vera, die habe ich, glaube ich, auch schon mal verwendet. Ich liebe die Verpackung davon. Eine Misha habe ich auch noch mit Aloe Vera. Habe ich auch noch nie verwendet. Von Misha habe ich noch eine Red Ginseng. Dann wieder so eine Coffee Break. Ich habe echt dann... Und noch eine Misha. Das ist die mit diesem weißen... Sheet Mask Pearl. So sieht das aus. Noch eine Coconut. Ich bin echt ein Freak. Von Sephora, die habe ich mal geschenkt bekommen und die wollte ich unbedingt mal verwenden. Gemacht habe ich es, wie gesagt, noch immer nicht. Dann die Bubble Mask, die es leider nicht mehr gibt vom Müller. Leider, weil ich glaube, die gibt... Nein, die gibt es immer. Limited Edition steht eh drauf und ich habe sie noch nie verwendet. Irgendwer hat mich mal gefragt, ob ich die schon verwendet habe und ich habe immer gesagt, nein. Die schon wieder von den Verpackungen. Die finde ich so hübsch. Guckt's mal. Ich finde die so schön. Die Frage ist nur, wann ich es verwende. Ich meine, ich habe sie in den Karton, wo ich es verwende, drinnen, aber eine wieder von Action Markt, so wie die hier. Die hier auch, aber die habe ich von einer Freundin. Nein, ich weiß schon, von wem. Die habe ich von meiner damaligen Abteilungsleitung geschenkt bekommen. Ich habe sie noch immer nicht verwendet. Wenn sie das Video sieht, die wird mich killen. Ich habe es noch immer nicht verwendet. Aber ich habe ja so viel. Wie soll ich es denn da verwenden? Dann noch eine von Action Markt. Die auch. Die ist auch vom Action Markt. Und dann habe ich noch 3. Die habe ich von der Mien bekommen. Die ist von Isara. Die hat sie geschenkt bekommen von einer Freundin. Und die hat ihr nicht... Also sie mag keine Tuchmasken. Und ich habe schon. Und deswegen hat sie es mir geschenkt. Meine 2 letzten, dann haben wir es geschafft. Das ist einmal die The Cream Shop Ananas. Das ist meine letzte, habe ich gesehen. So wie die da. Ich meine, die mag ich jetzt, glaube ich, nicht so gerne, die da. Aber das ist meine letzte. Beide sind meine letzten. Das ist voll schade. Das ist wirklich schade. Bin ich echt traurig drüber. Oh, blöd. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich hoffe, das war nicht so schnell. Ich hoffe es wirklich. Und ihr könnt es mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, welche Masken ihr am liebsten mögt. Creme oder Tuch ist vollkommen egal. Ich habe nämlich das Gefühl, dass manche drüber gerne schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!